Versiküsschen 1, die Tortenböden zuschneiden. Mit etwas Buttercreme einen Tortenboden auf dem Kackeboard aus Karton fixieren. Schichtweise die restlichen Tortenböden darauf setzen und jeweils 85 ml Buttercreme dazwischen verstreichen. 2. Die restliche Buttercreme mit der rosafarbenen Lebensmittelfarbe blassrosa abtönen. Die Hälfte der Buttercreme beiseite stellen. 3. Die blassrosa Buttercreme auf der Oberfläche und den Rändern der Torte verteilen. 4. Die Mandeln nacheinander mit dem Fleischklopfer grob zerkleinern, Klammer auf, siehe S55, Schritt 1, Klammer zu. 5. Die Torte mit etwas Buttercreme auf dem großen Kackeboard, Klammer auf, oder einem Tortenständer, Klammer zu, fixieren. Die Mandelsplitter rund um den unteren Tortenrand seitlich an die Torte drücken, Klammer auf, Schritt 2, Klammer zu. Die restliche Buttercreme in ein dunkleres Pink abtönen, Klammer auf, Schritt 3, Klammer zu. 6. Die Spritzhülle in einen Spritzbeutel einsetzen und die Buttercreme in dunkelpink einfüllen. Rund um den unteren Tortenrand kleine Cremespitzen spritzen. Dazu den Spritzbeutel senkrecht halten, behutsam etwas Creme herausdrücken, den Druck vermindern und dabei den Spritzbeutel nach oben ziehen. Dadurch entsteht eine kleine Spitze. 7. Das italienische Merino Frosting zubereiten. Ein Esslöffel Frosting mit Lebensmittelfarbe in Himmelblau und Minzgrün in Aquamarin abtönen. Ein Esslöffel Frosting mit Lebensmittelfarbe in Rose abtönen. 8. Mit dem farbigen Frosting in zwei Spritzbeuteln jeweils Streifen in Aquamarin und Rose ziehen, Klammer auf, Schritt 4, Klammer zu. Jeden der Spritzbeutel mit ungefärbtem Frosting füllen, Klammer auf, Schritt 5, Klammer zu. Auf dieselbe Art wie die Buttercremespitzen mit dem Frosting kleine Baisers auf die Tortenoberfläche spritzen, Klammer auf, Schritt 6, Klammer zu. 9.